So, ohne Intro, ohne alles. Intro schaffe ich mir noch an. Ich muss jetzt mal, den hier kennt ihr alle hier unten, links in der Ecke. Mich kennt kein Mensch, ist auch nicht so schlimm. Den aber da unten, den Lukas. Lukas, 324.000 Abonnenten. Das sind so, ja, ganz schön viele, würde ich mal sagen. Eine Kleinstadt voll. So, und dieser Kerl, der macht ja hier dieses Brawl Stars phänomenal. Gibt noch ein paar andere Leute, die ihr mit Sicherheit auch alle kennt. Offhests und ach und Atemax und ihr kennt sie besser wahrscheinlich wie ich und den Lukas sowieso. So, und Lukas kennt die ganzen Leute sich untereinander. So, und gestern hatte da Lukas hier so einen Stream gemacht. Hast du geschrieben, das erzähl ist mal los, Mana. Richtig, richtig nice. Und ihr seht schon, Leute, heute, Freunde, wird hoffentlich wahrscheinlich eigentlich sogar der Tag sein, wo das neue Update rauskommt. Gut, das neue Update kam nicht raus. Komm mal nachhinein, kann man das ja mal auflösen. So, ja, da Lukas, da macht hier seinen ganzen Namen. Und diesen Link zu dem Video und zu Lukas mach ich unten in die Kommentare als erstes rein. Unterstützt den, abonniert ihn, haut ihn die Bude voll mit Likes und mit allem, was dazugehört. Ja, und da Bengel. Ich sag jetzt einfach mal Bengel, weil ich bin hier wahrscheinlich der Älteste irgendwo. Ja, da Bengel hat gestern irgendwas gemacht. Jetzt spulen wir ja einfach mal vor. So, ja, so, zack, 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 zack. So, ist schon mal fett, gell? Guck mal, was hier oben hat. 18.000 und Ressourcen ohne Ende. So, wir gehen jetzt aber mal hier hinten auf eine Minute und 25, 24, 25, 26, irgendwo hier hinten. So, hier müssen wir jetzt mal hin. So, und jetzt schauen wir uns mal, was da Lukas da gemacht hat. Einen Ehrenmove. Okay, Leute, wir werden jetzt alle mal zusammen nochmal hier den Ehrenwerten, ja, den Ehrenwerten aller Ehrenwertesten, keine Ahnung, ob das Sinn macht, raiden. Und zwar würde ich sagen, raiden wir mal zusammen den Kollegen Offhets, Leute. Also hier ist nochmal. So, da Kollege Offhets, den durfte ich kennenlernen. Bin ich zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Aber jetzt hat er zu mir gesagt, er spielt das hier, macht und tut. Und Kurzfassung für alle, die es noch nicht wissen, mein Sohn hat mich hier dazu gebracht. Mein Sohn, 7 Jahre, macht immer auf seinen Tab ein bisschen. Ich als Papa muss immer schauen, was der Bengel so macht. Und in dem Fall, ja, habe ich das Spiel gesehen. Und ja, ich war von Anfang an von dem Ding ein bisschen, ja. Ja, auf alle Fälle habe ich dann Kind abends ins Bett. Papa hat sich dann hingesetzt vor seinen Tab. Fürs Kind sein Tab, hat sich den Kram auf dem Bildschirm gespiegelt, weil das vorm Augen bei mir ein bisschen blöd ist. Wie gesagt, ich bin Pornbein alt und ja, hab dann angefangen, Brawl Stars zu spielen. Natürlich wieder letzte Noob, gell? Also klar, und dann kam Luca und dann kam auf einmal noch Offhets und ja, haben mir dann versucht, das mal zu erklären. Aufgrund meiner Alter habe ich gedacht, lasse reden diese Bengels und ja, auch der Offhets, ja, guter Mann. Genauso wie da Luca, der dann mit aufgetaucht ist und noch so zwei, drei andere. Aber jetzt schauen wir mal hier, was er ja weiter macht. Der Link. Ups. Auf jeden Fall, Leute, ich bin 24, geht alle auf seinen Stream drauf, lasst ein Like da und schreibt bitte Hashtag der Rentner. Bei den Hashtag der Rentner. Alter, ich bin hier der Rentner, ja? Also, wenn ich. So, auf jetzt. Lausbub. Ja. Hashtag der Rentner in den Chat. Das wäre ehrenhaft, Freunde. Alle mal drauf gehen. Let's go. Komm, wir raiden ihn richtig fett jetzt mal. Let's go. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Bin gespannt, wie ihr reagiert, Freunde. Auf jeden Fall. Okay, komm, wir warten mal auf die Reaktion. Was wird kommen? So. Hashtag der Rentner. Ja, das war jetzt so Offhets. Okay, Hashtag der Nizza ist auch okay, Freunde. Das ist auch okay. Nee, oder? Wenn Lukas redet. Richtig fetter Raid. Oder Raid. Raid, Raid. Also das letzte, wo ich aktiv gespielt habe, das war Pokémon-Zeiten. 167 Zuschauer aktuell. Ihr seht es klar, wegen meiner Cam gerade nicht. 200 Zuschauer, Leute. Und macht die 100 Likes voll auf Ehre noch. Das ist total geil, die Sprüche immer. Und ihr wisst, Offhets tut ganz viele Mitglieder Gewinnspiele bei mir veranstalten. Deswegen echt Ehre. So, die kennen sich, die Bengals. Das ist crazy, Freunde, das ist crazy. Oh, guck mal, wie das hier drüben in den Chat rockt. Ist das gemein? Sehr, sehr gerne, Offhets. Du weißt Bescheid. So, wie gesagt, die kennen sich so. Und jetzt kommt eigentlich der Sinn dieses Videos. Und jetzt nehme ich es vorweg. Ich wusste bis gestern nicht,
Wie gesagt, meine letzte Phase, wo ich mal richtig fett gezockt habe, war Pokémon mit meiner großen Tochter, die jetzt 25 ist. Da wisst ihr, wie lange das her war. Ja. Und dann kam, was ist ein Raid? Und ich wusste nicht Bescheid. Ich bin, guckt euch einfach rein. Es geht raus. Okay. Vielen Dank, Freunde, an alle, danke, die mitgemacht haben. Ja, mhm. Danke. Auf jeden Fall sehr gerne. Und Leute, ich würde sogar sagen, ich hatte auch noch eine andere Idee. Und jetzt zwar gibt es hier wirklich einen Kollege, der auch ziemlich, ziemlich witzig ist. Und zwar der Kollege, MyGames. Mhm. Er ist einfach 46 Jahre alt, Freunde. Den einfach. Den auch mal. Ja, da geht nicht. Ich bin echt gespannt, wie er reagieren wird, Leute, weil er überhaupt weiß, was ein Raid ist. Nein, wusste ich nicht bis gestern. Wirklich jetzt auf seinen Link, Leute. Lukas. Lass nochmal Grüße bei so. 27 Likes. So, und jetzt? Jetzt war ich dann leicht überfordert. Hashtag Lukas bei ihm im Chat ein, dann weiß er Bescheid, Leute. Hashtag Lukas. Warte mal, Einladungen sind verschickt. Let's go, Freunde. Alle mal bei ihm. Weil ich sitze da und warte, dass was passiert und dann. Kämpf um jeden Mitspieler. Da warst du der 27. bestimmt. So, jetzt schaue ich. Oh mein Gott, Leute, was geht ab? So, jetzt schaue ich, denke, hä? So nice, Leute, ich sag's euch. Komm, so ihr nice. Habt gerufen, ihr wollt das spielen, also rein hier. Checkt erst, Leute. Oh mein Gott. Warte. Magic. Junge, wie viele Likes hat er? Mach mit. Ich bin darauf nicht bereit. So, jetzt krieg ich's mit. TikTok und Fortnite, hi! Was ist da los? Jonathan, Werner, Otto, Anita, Dominik, Severin. Das ist geil, das, Mann. Wo die immer gesagt haben, geradet. Ah, genau. Der Anita. So, und jetzt kann ich nicht mehr auf den Chat reagieren. Weil jetzt wird's zu fett. Ja, nice. Die sind alle krank. Guck dir doch den die sind alle krank, genau. Ja. Dann machen wir hier nochmal. Weil wenn keiner mitspielen will, Junge, dann machen wir nochmal das Spielen daher. Junge, das ist so witzig einfach. Ja, normalerweise lese ich den Chat immer mit, aber ich habe ja keine Chance hier, den Chat überhaupt mal mitzulesen. Also erst ein fettes Like, danke. Ich komme euch alle besuchen, aber ich kann diesen Chat jetzt nicht nachverfolgen. Auf jeden Fall, mega witzig. Lasst doch mal ein Like da, wir sehen uns morgen. Und ciao, ciao. Ja. Gut, jetzt kann ich hier wegklicken. auf alle Fälle, ganz dickes Ding von Lukas. Ich war total überfordert. Ich habe gestern dann gedacht, hey, das ist ein Raid. Ich wusste gar nicht damit anzufangen. Auf jeden Fall gehen die Like-Zahlen hoch, auf jeden Fall dies, das und jenes. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann, naja, habt ihr meine Reaktion gesehen. Dickes Dank an die ganzen Verrückten. Die sind auf alle Fälle schön und ganz geschmeidig durchgeknallt. Definitiv, ja. Ich fühle mich auch absolut geehrt, als ich mit meinen 46 Jahren hier von diesem jungen, eingestuft wird. Jetzt gucke mal, ja, was der Alte macht. Gut, fettes Dank an alle. An den Luther, Lukas, Altemaxer war schon da. Clash Games hat schon mal Pucki, Marvin, Flock war schon da. Raffaele, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich habe sie eh alle abonniert. Ich mache jetzt mal meinen Kopf weg hier. Zack. Ich habe sie. Alle, die größer sind oder auch kleiner sind. Ich habe, wie gesagt, das ist. Ja, fettes Dank. Mit euch kann ich hier mithalten. Will ich auch gar nicht. Gottes Willen. Wie gesagt, ihr seid der Hälfte von mir. Ich bleibe trotzdem bei dem Spiel, weil ich es einfach nur schweinegeil finde. Und danke für jeden, der gestern mal kurz bei mir war. Und ich habe euch geschworen, ich komme euch alle besuchen. Und das macht er dann auch. So, dickes Danke. Und dann lasst uns mal noch eine Runde der Köpfe einschlagen, wa? Gut.